Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Was war das denn jetzt gerade eben? Hallo ihr Lieben, ihr wünscht euch immer, dass ich die Kamera mitnehme. Es steht ein bisschen was an. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich schalte sie mal wieder ein, die Kamera. Heute ist auch ein besonderer Tag. Ja, ich mag den Tag eigentlich nicht so arg, aber ich habe heute Geburtstag. Es steht ein bisschen was an. Das Wetter ist ganz, ganz toll. Die Sonne scheint und meine Lieblingsblume draußen, die Pfingstrosen, die blühen auch wunderbar. Es sind ein paar Pakete gekommen, die wollte ich euch auch noch zeigen. Ich habe wahnsinnig viele Nachrichten bekommen auf Snapchat, auf Instagram. Dafür möchte ich mich auch total bedanken. Also ich komme gar nicht mehr hinterher. Wir unternehmen jetzt ein bisschen was und wie gesagt, es steht auch noch einiges an die nächsten Tage. Und ich würde mal sagen, wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt einfach mal dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Post von der Steffi! Oh mein Gott, ich bin aufgeregt! Oh mein Gott, habt ihr diese wunderschönen Blumen gesehen? Oh, ich bin total sprachlos. Das kommt nicht so oft vor. Ich bin so dankbar, dass ich so, so liebe Menschen um mich rum habe und dass sie an mich gedacht haben. Wirklich Wahnsinn. Ich bin total überwältigt. Und ja, wir gehen jetzt mal in die Stadt, also meine Mäuse und ich. Und danach muss ich ja wieder ins Büro. Ich muss ja dann wieder arbeiten, ein ganz normaler Tag eben. Und nach der Arbeit habe ich mir aber gewünscht, dass wir dann in die Gaststätte meines Bruders gehen und einen gemeinsamen schönen Abend verbringen, dort was essen. Und ja, jetzt gehen wir mal los. Die Sonne scheint nämlich noch total schön. So, wir gehen jetzt in die Stadt. Auf geht's, Kinder. Seid ihr bereit? Ja. Lassie, Eis essen oder was möchtest du in der Stadt? Nudeln. Nudeln. Okay, los geht's. Das ist übrigens mein Outfit, falls es euch interessiert. Das Kleid habe ich bei H&M gekauft. Die Kette habe ich euch schon gezeigt. Die ist von Leonardo. Ja, sonst meine neuen Schuhe. Da meint ja mein Mann, das wären so Jesus-Latschen. Aber mir gefallen sie. Und jetzt gehen wir aber wirklich mal in die Stadt, ne? Lassie, auf geht's. Komm. Ich muss mich immer so weckern, wenn ich mit dir was mache. Ey, ohne Scheiß. Luki, was isst die Mama überhaupt nicht gerne? Döner. Und wo sind wir schon? Ja, voll mein Lieblingsessen hier. Also ich esse hier nichts. Es ist doch mein Geburtstag. Toll. Esse ich halt nichts. Nee, ich freue mich schon auf den Kuchen. Später geht's zu meinem Lieblingsbäcker und zu meinem Lieblingskuchen. Na? Da kriegt ihr dann nichts. Meiner Lieblingskonditorei endlich. Und das Problem ist, dass das Café genau gegenüber von meinem Büro ist. Und jedes Mal, wenn ich hier vorbeifahre, weil ich arbeiten gehe, sie mich reinrufen und sagen, Heidi, dein Lieblingskuchen ist wieder da. Nicht so gut, ne? Aber heute habe ich mal was anderes genommen. Ich zeige euch das mal eben. Lecker! Yeah! Und das lasse ich mir jetzt schmecken, zusammen mit meinen Kindern. Da sind wir wieder! Der Alessandro, der hat einen neuen Ball bekommen. Voll die Logik. Ich habe Geburtstag und mein Kind bekommt einen neuen Ball. Aber schaut mal, der ist so, so schön mit dem Türkis, dass ich gesagt habe, ja, okay, komm, ich kaufe dir den. Alessandro hat sich total gefreut und hat sich natürlich auch ganz lieb bei mir bedankt. Der Lassie ist nämlich voll der Fußball-Freak und Fan. Kennt sich voll gut aus. Morgen haben sie auch wieder ein Spiel. Ne, Lassie? Ja. Der Luki und du sind wieder eingesetzt und ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Ich bin ein bisschen außer Puste, weil ich musste hier den Berg hochlaufen. Und jetzt muss ich mich aber fertig machen für die Arbeit. Ich freue mich schon total auf heute Abend, weil dann geht's ja zum Onkel Jenny, zu meinem Bruder. Wir sagen ja immer Bruder. Nicht so schön, ne? Aber das hat sich so eingebürgert. Also ich spreche ihn mit Bruder an oder Onkel Jenny.
Ja, so ist es bei uns. Genau, und da essen wir lecker Pizza. Aber jetzt muss ich mich wirklich fertig machen für die Arbeit. Also, bis später. Komm, Lassie. Voll schön, der Ball, ne? Bella, komm. Bis später. Komm, Lassie. Mit seinem Eyehawk. Genau. So, jetzt muss ich mich aber wirklich total beeilen. Hilfe, voll den Stress schon wieder. Da ist auch die Bella. So, auf geht's. Rein. So, ich habe mich jetzt nach der Arbeit schnell umgezogen. Da bin ich sozusagen wieder. Wir gehen jetzt essen, eben bei meinem Bruder. Ich habe total Hunger und freue mich schon. Und das ist mein Outfit übrigens. So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Der Lissandro fährt da hinten rum. Hinten ist es total schön gemacht. Ich versuche euch das mal zu zeigen, was natürlich sehr schwierig ist mit der Kamera. Vielleicht kann das jemand noch abfilmen. Und jetzt geht's aber erstmal los zum Onkel Chani. Auf geht's. Dein Mann ruft. Scheißegal. Oh Gott, ich sehe aus. Hello, hello, der Tag nach meinem Geburtstag. Wir sind gerade auf der Zeil. Und oh mein Gott, ich laufe hier so total gemütlich. Und tata! Ich treffe eine zauberhafte Person, genau. Total spontan haben wir uns hier getroffen auf der Zeil. Meine liebe Yvette! Hallo! Oh mein Gott! Falls ihr sie noch nicht kennt, schaut mal bitte auf ihrem Kanal vorbei. Einfach Yvette heißt sie. Ja. Und sie macht gerade Mayra Konkurrenz, weil die Mayra, egal wann, meine Snaps crasht. Abonnieren. Genau. Ja. Sie sagt immer abonnieren, abonnieren. Aber sie könnt ihr wirklich abonnieren, weil das ist eine richtig coole Socke. Schaut bei ihr vorbei. Wirklich, wir haben den geilsten Humor ever. Ah, wir waren die ganze Zeit nur am Lachen. War ein so schöner Nachmittag. Wegen ihr wieder zum Schönheitschirurgen. Ja. Und mal hier ein paar Falten. Aber vorher komme ich dran. Es kann ein bisschen dauern. Ja. Genau. Und ich habe mir noch mein Geburtstagsgeschenk gegönnt. Gerade eben. Tada! Also könnt ihr es erkennen? Oh mein Gott, ich war so aufgeregt. Und ich war ein bisschen traurig. Komm hierher. Ich war ein bisschen traurig, weil ich niemanden dabei hatte. Ja. Die habe ich erst später getroffen. Danke. Aber die Tara hat mich per WhatsApp unterstützt. Oh. Das war total schön. Ja, das bin ich ganz stolz. Genau, ja. Bin ich ganz stolz, dass ich mit der Tara meine neue Tasche gekauft habe. Und die liebe Yvette muss ich jetzt verabschieden. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder, weil ich mich dann mit meiner liebsten Lieblingssteffi treffen werde. Und da wird es ein bisschen interessanter. Das nächste Mal bist du mal dabei. Was in den nächsten Tagen noch passiert. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Tschüss. Und bei Yvette vorbeischauen. Ciao. Hello, hello, da bin ich wieder, wie versprochen. Und ja, ich laufe hier so ein bisschen durch die Gegend und gucke mich ein bisschen... Wer ist das denn? Da ist sie, meine liebste Lieblingssteffi. Oh mein Gott. Ist das schön, dich hier in meinem Garten zu treffen. Hey, was machst du denn hier? Kommst du öfters hierher? Ich habe gerade auf mein Handy geguckt und habe gedacht, schön wäre es, wenn die Heidi mal wieder da wäre. Und zack. Wünsche werden wahr, wenn man nur feste dran glaubt. Ich habe übrigens meine Sonnenbrille auf, weil ich voll fertig bin. Ich bin nämlich gestern hier schon angekommen, meine liebste Lieblingsstoffe. Wir haben den ganzen Tag gedreht. Ja, und haben wenig geschlafen. Und deshalb, ding, 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 Sonnenbrille. Genau. Ich jetzt nicht. Ja, du siehst ja auch nicht so fertig aus wie ich. Genau, also es war total schön. Wir haben einige Videos für euch gedreht. Ich hoffe, ihr freut euch. Vielleicht kannst du so ein paar Einspieler machen von den... Genau. Von den Outtakes? Nee, überlasst euch überraschen und guckt euch einfach die Videos an. Genau, total lustig. Es war richtig schön gestern bei Steffi und ja, wir haben lecker gegessen. Wer uns auf Snapchat folgt, der weiß, wie lustig das war. Und jetzt muss ich aber leider schon wieder nach Hause. Ich habe wenig diese Kamera rausgeholt, weil wir echt viel gefilmt haben. Und eh schon. Vor allen Dingen sehr viel. Genau, aber wir wollten viel noch reden, so für uns. Ja. Und deswegen habe ich die jetzt nicht rausgeholt, aber ihr könnt euch auf die Videos freuen. Genau, und jetzt geht es gleich wieder für mich nach Hause. Ich denke, wir trinken noch schnell was und dann habe ich ja eine ganz, ganz weite Fahrt. Ja, du Arme. Warum steht dein Haus nicht neben ich meinem weiß Haus? Nicht. Das ist so ärgerlich, echt. Knipst es mal weg zu uns. Das Haus. Bitte. Manche Mist. Sachen klappen auch einfach nicht. Nichts passiert. Genau. Ja, ich fahre jetzt nach Hause. Ich denke, wir gehen heute noch zu den Hüpfburgen. Ich freue mich total auf meine Familie. Mal schauen. Der Alessandro möchte heute Abend noch einen Film schauen. Ich freue mich schon total. Und ich muss mich jetzt von der Steffi verabschieden.
gib doch mal eine Steffi so. Aber bald sehen wir uns wieder. Genau, wir sehen uns bald wieder. Mitte Juli, nee, Anfang Juli sehen wir uns schon wieder. Abonniert schön unsere Snapchats, da bleibt ihr immer auf dem Laufen. Ja, echt so. Ja. Wir lieben Snapchat. Ja. Okay, Steffi muss sich voll bücken, die hat jetzt wahrscheinlich gerade schon mit dem Rücken, weil ich so klein bin. Die Arme. Stell mich mal gerade hin. Ja, mach mal gerade. So. Tschüss. Okay, also tschüss. So, viele Kilometer und Stunden später bin ich wieder daheim. Yeah, hi Lassie. Hi, ist mein Lissandra. Hi, mein Schatz. Oh, Mom, wie geht's dir? Ich hab dich so vermisst mit dir. Richtig auch. Oh, mein Herz. Hab dich vermisst. Und was machen wir jetzt Schönes? Chillen? Hüpfburgen? Popcorn? Popcorn? Ja. Können wir machen? Ich habe nämlich da schon ein Paket gesehen. Ich darf nämlich was testen. Und was machen wir noch? Schwimmbad? Bitte nicht, bitte nicht. Yeah, kein Schwimmbad. Okay? Wollen wir einen Kuchen noch Ja. Okay, also backen wir noch schnell einen Kuchen und dann zeige ich euch, was ich noch zugeschickt bekommen habe. Jetzt gehen wir aber erstmal hoch. Ne? Und die Mama holt noch einen Koffer aus dem Auto. Kann eigentlich mal der Papa machen, oder? Machen wir den hoch. Ich wollte euch noch ganz kurz zeigen, was mir zugeschickt wurde am Wochenende. Und zwar dürfen wir diesen Popcorn-Loop testen. Scheint sehr einfach zu sein von der Handhabung. Ich bin mal gespannt. Das Rezeptbuch finde ich super interessant. Da habe ich mir auch schon ein paar Post-its reingemacht. Das werde ich euch später nochmal näher zeigen. Und hier habe ich noch einen wunderschönen Karton. Und darin enthalten ist eine Pflegeserie von Pantene Provie. Die werde ich auch für euch austesten und natürlich darüber berichten. Jetzt rufe ich aber erstmal Lissandro, damit wir das hier testen können. Ich bin schon sehr gespannt. Also, los geht's. So, ich habe mir jetzt die Haare hochgemacht, Hände sind gewaschen und jetzt testen wir mal unseren neuen Popcorn-Loop aus. Also, ich bin total gespannt. Ich habe mir das jetzt mal eben durchgelesen. Wir brauchen 2 Esslöffel Speiseöl. Das machen wir jetzt einfach mal. Lassie, du kannst, glaube ich, schon mal den Herd anmachen. Also, 2 Esslöffel Speiseöl. Dann sollen wir Maiskörner dazugeben. Die waren jetzt in dem Fall dabei. Und hier steht, bis der Boden des Topfes bedeckt ist. Das mache ich mal, oder? Ja. Gut, dann sollen wir den Herd auf 220 Grad erwärmen. 2 Esslöffel Zucker hinzufügen. Okay, machen wir. Also man kann es natürlich auch in salziger Version machen, ne? Aber meine Kinder möchten eher Zucker. Und der Geheimtipp ist noch Vanillezucker. Jetzt steht da, danach den Popcorn-Loop in den Topf legen und mit der Hülle den Topf zudecken. Okay, dann machen wir das doch direkt mal. So, Lassie, kannst du das mal bitte halten, hier oben? Und die Mama macht das mal außen rum. Oh, es riecht schon sehr gut. Nach circa einer halben Minute mit dem Rühren beginnen. Okay, dann lass uns eine halbe Minute. Okay. Und mit dem Geräusch des Aufpoppens der Maiskörner Hitze auf 150 Grad reduzieren. Mit dem Rühren der Maiskörner fortfahren, bis die letzten Maiskörner gepoppt sind. Riecht schon voll gut, ne? Ja. So, ist fertig. Jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an. Wow. Und, riecht es gut, Lassie? Ja. Sieht sehr gut aus, ne? So, unser Popcorn ist fertig. Schaut mal, wie lecker das aussieht. Alessandro probiert jetzt mal. Das ist der Live-Test. Ist noch ganz warm. Lecker? Echt cool. Dann haben wir was für heute Abend, wenn wir Fernsehen schauen. Es war auch ein Rezeptbuch dabei und es ist unglaublich. Ich wusste nicht, dass man so viel mit Popcorn machen kann. Ich habe mir hier jetzt schon mal so ein paar Post-its hingemacht. Weil es super interessant aussieht. Also da sind ganz tolle Rezepte drinnen. Und zwar habe ich zum Beispiel zum einen diesen Avocado-Salat, finde ich sehr interessant. Ich liebe Avocado. Ich liebe Couscous, deswegen habe ich den mal rausgesucht. Und für den Lissandro haben wir dieses hier ausgesucht, Schokopops. Also ja, ein ganz, ganz tolles Rezeptbuch eben. So, wir beiden lassen es uns jetzt schmecken. Wir schauen einen Film. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich ziemlich kaputt bin vom Wochenende. Deshalb beende ich das Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Mir ist gerade nur noch eingefallen, dass ihr bestimmt meine Geburtstagsgeschenke sehen möchtet. Das mache ich dann in einem anderen Video. Mal schauen,
ich werde sie euch auf jeden Fall zeigen, denn sie sind mega, mega toll. Vor allen Dingen habe ich auch noch was ganz Tolles von der Steffi geschenkt bekommen. Und ja, wir machen jetzt aber mal Schluss, ne? Popcorn? Ja, danke. Okay, also macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss! Mmh, lecker!